Das ZDF versucht sich mal wieder mit volkswirtschaftlichen Zusammenhängen zu beschäftigen und blamiert sich dabei komplett. Die neoliberale Propaganda, die wir uns im Folgenden ansehen werden, versucht auf wirklich übelste Art und Weise die Zuschauer zu manipulieren und ökonomische Zusammenhänge absichtlich falsch darzustellen, um eine teils antidemokratische Weltsicht zu legitimieren. Das ist starker Tobak, den ich im Folgenden belegen werde. Es geht mal wieder um die aktuelle Inflation. Das ZDF-Format Kontext hat sich unter dem Titel Rekordinflation, warum gerade alles teurer wird, damit beschäftigt. Und es ist so gut wie alles falsch gelaufen, was dabei falsch laufen kann. Als erste Erklärung für die ach so hohe Inflation wurde natürlich mal wieder die steigende Geldmenge herangezogen. Was auch sonst? Als Folge der Nullzinspolitik stieg die Geldmenge auf dem europäischen Finanzmarkt. Wäre sie konstant geblieben, hätten die aktuell steigenden Energiepreise gleichzeitig zu sinkenden Preisen an anderer Stelle geführt. Die EZB hat das fehlende Geld aber nachgefüllt und mit dieser Geldschwemme der aktuellen Inflation die Basis bereitet. Die Folge: jetzt steigen die Preise überall. Das war so ziemlich die schlimmste halbe Minute in dieser Dokumentation, weil so viel falsch erklärt wird, dass man das einzeln aufdröseln muss. Erstens stehen wir gerade vor einem Angebotsschock, dessen Gesamtvolumen der Ökonom Sebastian Dullien auf über 200 Milliarden Euro bzw. mehr als 5% des deutschen Bruttoinlandsproduktes schätzt. Das ist der Konsum, der jährlich ausfallen wird, wenn es keine Entlastungspakete bzw. nur so geringe Entlastungspakete wie aktuell gibt. Und das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit der Geldmenge zu tun. Dieser Konsum wird nämlich, auch wenn die Geldmenge weiter steigen würde, ausfallen. In anderen Bereichen wird dieser Angebotsschock trotz der oberflächlich erhöhten Inflationsrate deflationär wirken. Und wenn die Energiepreise in den nächsten Jahren nicht noch so weiter steigen, was relativ unwahrscheinlich ist, dann wird die Inflation sehr bald wieder zurückgehen. Und dann dürften wir eher ein Problem mit Deflation als mit Inflation haben. Das beschreibt jedenfalls in Kurzform die Situation, vor der wir gerade stehen. Nämlich die eines volkswirtschaftlichen Angebotsschocks. Ich hatte dazu schon einmal ein ganz eigenes Video gemacht, was ihr euch am besten auch noch ansehen solltet, wenn ihr diese kurze Erklärung gerade eben nicht verstanden habt. Zweitens führt die Ausweitung einer der Geldmengen nicht zur Inflation. Egal ob M3, M2, M1 oder M0. Es gibt keinen theoretischen und auch keinen empirischen Zusammenhang zwischen einer Ausweitung der Geldmenge und Inflation, beziehungsweise eher der Ausweitung einer dieser Geldmengen. Die Geldmenge, die nicht von der Kreditvergabe privater Banken abhängig ist, sondern die die EZB direkt steuern kann, heißt M0. Wenn die EZB Anleihen kauft, dann wird M0 ausgeweitet. Wenn die EZB Staatsanleihen verkauft, dann wird M0 kleiner. Wenn also eine Ausweitung der Geldmenge M0 über die Wirtschaftsleistung hinaus zu mehr Inflation führen sollte, dann müsste man das doch in den Daten sehen. Nun, hier seht ihr die Geldmenge M0 im internationalen Vergleich in Relation zur Wirtschaftsleistung. Es wird relativ schnell ersichtlich, dass die Schweiz und Japan ihre Geldmenge M0 bzw. ihre Zentralbankbilanz in Relation zur Wirtschaftsleistung am stärksten ausgeweitet haben und China am solidesten gewirtschaftet hat, wenn man das als solide bezeichnen möchte. Nun müsste man doch in der Schweiz und in Japan die höchste Inflation sehen und in China die niedrigste, wenn an dieser Geldmengentheorie etwas dran wäre. In der Realität war es natürlich genau andersherum. In der Schweiz und Japan gab es fast gar keine Inflation und in China sogar die höchste Inflation, obwohl China seine Geldmenge in Relation zur Wirtschaftsleistung fast gar nicht ausgeweitet hat. Die Entwicklung keiner der vier Geldmengen kann die Inflation auch nur irgendwie erklären. Dieser Zusammenhang ist empirisch widerlegt und theoretisch unsinnig. Die Geldmenge ist eine Bestandsgröße, die nichts macht. Man muss sich, wenn man eine Flussgröße wie die Inflation bewerten will, auch eine andere Flussgröße bzw. andere Flussgrößen ansehen. Nämlich die Lohnkosten und die Arbeitsproduktivität. Warum diese beiden Größen, werden einige jetzt vielleicht fragen. Nun, die Produktivität beschreibt, wie viele Güter in einer Arbeitsstunde volkswirtschaftlich hergestellt werden können.
Also sie beschreibt im Grunde genommen, wie effizient eine Volkswirtschaft mit der ihr zur Verfügung stehenden Arbeit umgeht. Die Lohnkosten sind der wichtigste Kostenfaktor für die Unternehmen und die wichtigste Nachfragequelle. Wenn die Löhne einbrechen, schlägt das fast 1:1 auf die Nachfrage durch. Und wenn die Löhne steigen, genauso. Das bedeutet, wenn man jetzt den Quotienten dieser beiden Größen, der Lohnkosten und der Arbeitsproduktivität, nimmt, dann bekommt man eine neue Größe. Die Lohnstückkosten. Sie bilden ganz im Gegensatz zu den Geldmengen eine fast perfekte Erklärung für Inflation. Wenn man sich über sehr lange Zeiträume das Wachstum der Lohnstückkosten und die Inflationsrate in verschiedensten Ländern überall auf der Welt ansieht und das vergleicht, dann ist die Korrelation extrem hoch. Wie aus dieser Grafik hier zu entnehmen ist, liegt unser Korrelationskoeffizient R² bei 0,97, eine in den Sozialwissenschaften sehr hohe Korrelation. Die Frage, wie Inflation entsteht, ist also eigentlich geklärt. Die Lohnstückkosten sind die entscheidende Determinante und diese haben nichts mit einer der Geldmengen zu tun. Die Erklärung, die uns das ZDF allerdings eben lieferte, ging von einer ziemlich seltsamen und immer geltenden Identität von Preisniveau und Geldmenge aus, was ziemlich stark an die Quantitätsgleichung erinnert. Doch wenn ich auf diesen Unsinn auch noch eingehen würde, dann säßen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Guckt euch dazu einfach mein Video zur AfD an, wo ich die Quantitätsgleichung schon einmal empirisch am Beispiel der Eurozone widerlegt hatte. So, aber zurück zum Beitrag des ZDF. Wenn die Inflation den Lohnstückkosten folgt, dann könnten steigende Löhne ja theoretisch zu einer Lohnpreisspirale führen und die Inflation antreiben. Könnte man denken, und das ZDF äußert auch genau diese Theorie, allerdings ohne sie kritisch einzuordnen. Wobei eine gewisse Inflation von 2% sogar gewünscht ist, um das Wirtschaftswachstum zu fördern. Denn wenn wir damit rechnen, dass Dinge künftig teurer werden, dann kaufen wir sie lieber jetzt, statt die Ausgabe aufzuschieben. Inflationswerte wie im Mai 2022 von 7,9% haben damit aber nichts mehr zu tun. Und sie provozieren fast zwangsläufig Reaktionen. In Zeiten, in denen die Preise dauerhaft steigen, müssen auch die Tariflöhne mit dauerhafter Wirkung steigen. Das ist keine Zeit für eine tarifpolitische Handbremse. Und dann kann es eben sein, dass sich eine Lohnpreisspirale ergibt, dass sich die Inflation sozusagen dynamisiert und dann auch geldpolitisch sehr schwer in den Griff zu kriegen ist. Eine solche Kettenreaktion wird an die Verbraucher weitergegeben, die dann zum Ausgleich höhere Löhne fordern, was wiederum die Produkte teurer macht und so weiter. Während einige Ökonomen besorgt sind, dass wir in eine solche Spirale geraten, halten es andere nur für ein theoretisches Modell. Ja, woran das wohl liegen mag, Vielleicht. Ja, woran mag es nur liegen, dass manche Ökonomen diese Lohnpreisspirale irgendwie nicht kommen sehen wollen? Woran wohl? Ja, vielleicht daran, dass wir im Moment nichts, aber auch wirklich gar nichts von einer Lohnpreisspirale sehen. Laut dem vorausschauenden Lohntracker der EZB sollen die Löhne auch in den nächsten Jahren nur um 2% pro Jahr steigen. Das reicht nicht für eine Lohnpreisspirale. Die Reallöhne in der Eurozone crashen gerade um 6,5%. Das ist der größte Crash in der Geschichte der Eurozone. Der Konsum wird also massivst einbrechen. Die Arbeitslosigkeit wird steigen und wenn die Regierung und die EU-Kommission nicht gegensteuern, dann stehen wir vor einer veritablen Wirtschaftskrise. Diese Fakten könnte man ja mal erwähnen. Man könnte wenigstens den vorausschauenden Lohntracker der EZB zeigen oder die aktuellen Lohnabschlüsse. Aber es wird nichts gemacht. Nur eine neoklassische Ökonomin und ein sich aufplusternder Gewerkschafter wird gezeigt, der nicht den Hauch einer Chance hat, sich durchzusetzen. Beziehungsweise die Gewerkschaften als Ganzes haben diese Chance nicht. Die tarifliche Organisation in der Eurozone ist relativ gering. Auch in Deutschland ist die Tarifbindung in den letzten Jahrzehnten konstant zurückgegangen. Die Arbeitslosigkeit liegt in der gesamten Eurozone dagegen noch bei über 6%, weit entfernt von Vollbeschäftigung. Wie sollen die Gewerkschaften in dieser Situation, in dieser Wirtschaftskrise, wo auch viele Firmen unter Druck geraten, wie sollen die Gewerkschaften in so einer Situation steigende Löhne verhandeln?
Sie haben es ja schließlich auch nicht geschafft, dass die Wirtschaft besser lief. Damals haben die Gewerkschaften, vor allem in Deutschland, sogar so niedrige Lohnabschlüsse zustande gebracht, dass nicht einmal das 2%-Ziel der EZB eingehalten wurde. Die Lohnstückkosten sind in der Eurozone zwischen 1999 und 2021 um 1,4% pro Jahr gestiegen. Die Inflation war also fast durchgängig zu niedrig, weil die Arbeitgeber zu stark und die Arbeitnehmer zu schwach waren. Das waren alles gesteuerte Entscheidungen der Politik. Aber all das erwähnt Theo Koll natürlich nicht. Er lässt die Lohnpreisspirale als Gespenst im Raum stehen, das uns sehr wohl drohen würde, das aber von einigen Experten angezweifelt werde. Nein, das ist nichts, was angezweifelt wird. Es ist schlichtweg ein Hirngespinst, von dem wir nichts sehen. Gar nichts. Doch da die EZB als Sündenbock natürlich nicht ausreicht, müssen weitere her. Wer könnte also noch Schuld an dieser Inflation sein, neben der steigenden Geldmenge und den bösen Gewerkschaften? Überlegen wir mal. Ursache 1, der russische Angriff auf die Ukraine. In der Folge stiegen nicht nur die Energiepreise, auch die plötzlich verschlossene Kornkammer Europas treibt die Preise. In normalen Zeiten liefern Russland und die Ukraine ein Drittel des globalen Weizenexports. Selbst bei uns war schlicht zu wenig Getreide auf dem Markt. Ein Phänomen, das vertraut erscheint. Gleiches Bild, andere Krise. Dass die Ukraine einer der größten Nahrungsmittelexporteure weltweit ist, das stimmt. Aber wir hatten an den meisten Nahrungsmittelmärkten und erst recht an den Energiemärkten keine physischen Knappheiten. Es wurde lediglich auf das zukünftige Eintreten dieser Knappheiten spekuliert. Aber die Spekulanten als Ursache von temporären Preissteigerungen finden natürlich mal wieder keine Erwähnung. Aber von dieser Überspekulation mal abgesehen, droht uns ja wirklich eine physische Knappheit am Gasmarkt. Und Russland treibt im Moment tatsächlich die Energiepreise in die Europäische Union hoch. Beziehungsweise unsere Sanktionen verhindern direkt einen Import russischer Energie. Beispielsweise, weil wir Nord Stream 2 geschlossen haben oder weil wir russisches Öl nur noch über Pipelines importieren wollen und nicht mehr über Schiffe. Doch was ist die Folge dieses Ölembargos, beziehungsweise dieses teilweisen Ölembargos? Nun, das russische Öl kommt trotzdem da an, wo es gebraucht wird, nur eben zu wesentlich höheren Preisen. Die Lieferkette verlängert sich, beispielsweise exportiert Russland Öl nach Indien, wo es dann zu Benzin und Diesel verarbeitet und anschließend in die EU exportiert wird. Oder Russland exportiert Öl nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien benutzt das Öl zur Stromproduktion und exportiert selber mehr Öl in die Europäische Union. Folge ist, dass Russland ähnlich viel einnimmt wie zuvor, beziehungsweise ein bisschen mehr sogar, da die Ölpreise gesamt gestiegen sind. Auf russisches Öl wird zwar ein heftiger Abschlag gezahlt, aber die Ölpreise sind immer noch viel höher als im Durchschnitt der Jahre 2020-2021. Und beim Gas sieht die Lage sogar noch schlimmer aus. Gazprom hat vor kurzem einen Rekordgewinn vermeldet. Und Russlands Leistungsbilanzüberschuss ist seit Kriegsbeginn geradezu explodiert. Was auch daran liegt, dass die russischen Importe wegen des Konsumausfalls in Russland auch implodiert sind. Aber Tatsache ist, dass Putins Machtapparat wesentlich mehr einnimmt als vor Beginn der westlichen Sanktionen. Diese Sanktionen mindern also die Deviseneinnahmen von Russland nicht unbedingt, aber sie sorgen für extrem hohe Rohstoffpreise, die wir zahlen müssen. Doch wieso wird das nicht benannt? Wieso tauchen die Sanktionen in dieser Aufzählung des ZDFs überhaupt nicht auf und der Krieg selbst wird als Ursache genannt? Nun, was haben Putin und Lagarde gemeinsam? Richtig, man kann sie beide nicht abwählen, zumindest nicht direkt. Und damit eignen sie sich perfekt als Sündenböcke. Wenn man die wahren Treiber der Inflation suchen wollte, personalisiert suchen wollte, dann müsste man sich eher Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Christian Lindner, Robert Habeck und Ursula von der Leyen ansehen. Also die Bundesregierung und die EU-Kommission, die diese Sanktionspolitik gegen Russland immer weiter vorantreiben. Ohne jetzt hier dem Gerede vom Staatsfunk, der Propaganda machen würde, noch weiter Vorschub leisten zu wollen, kann man trotzdem konstatieren, dass das ZDF sich hier schützend vor die Regierung stellt
und stattdessen die Sündenböcke Russland und EZB davor wirft, um von den eigentlichen Verursachern der Inflation abzulenken. Der vielleicht wichtigste Grund für die heutige Inflation aber lag lange im Verborgenen, wurde zumindest wenig beachtet. Es ist die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Grundgütiger. So eine rasche Zinssenkung sei einmalig. Dies sei auch seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa bis zur Einführung des Euro noch nicht da gewesen. Die Europäische Zentralbank hat heute beschlossen, dass Geld fast nichts mehr kosten soll. Sie vergibt Kredite, für die sie nur noch 1% Zinsen verlangt. Der Leitzins, also der Satz, zu welchem sich europäische Geschäftsbanken bei der Europäischen Zentralbank Geld leihen können, ist ihr Hebel, die Preise im Euroraum stabil zu halten. Und diesen Leitzins hat die EZB seit der Finanzkrise 2008 kontinuierlich eingesetzt, als Instrument, um die Wirtschaft in Europa anzukurbeln. Aber es ist ein klares Signal an die Öffentlichkeit, dass die EZB weiterhin die Konjunkturlage sehr kritisch sieht und alles Mögliche tun wird, um die Banken eben zu stimulieren und um die Kreditvergabe und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Unter dem ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi erreichte der Leitzins 2016 das Rekordtief von 0% und ermöglichte den nationalen Zentralbanken über Jahre die Vergabe billiger Kredite. Dieses umfassende Maßnahmenpaket wird Synergien in Gang setzen, mit dem Ziel, die Kreditvergabe zu stimulieren und den wirtschaftlichen Aufschwung des Euro-Wirtschaftsraumes zu stärken. Dieser niedrige Leitzins hat dann in der Folge zwar einerseits dazu geführt, dass die Wirtschaftskrise überwunden werden konnte, andererseits aber hat er schleichend das angelegte Geld der Bürger und Bürgerinnen entwertet. Denn auf der Bank gab es keine Zinsen mehr. Die Preise aber stiegen dennoch weiter, wenn auch moderat. Und jetzt sind wir endgültig auf Bild-Zeitungsniveau angekommen. Die Zentralbank ist eine technokratische, entdemokratisierte Institution, die, wenn die Inflation bei unter 2% liegt, die Zinsen senken muss, um die Gefahr von Deflation zu verhindern. Und genau das hat Draghi getan. Er hat nur das getan, was in den europäischen Verträgen steht. Die EZB ist dort nämlich als unabhängige Institution festgelegt. Und manchmal frage ich mich auch, ob die Öffentlich-Rechtlichen sich eigentlich die Grafiken ansehen, die sie selbst erstellen. Die Zinsen liegen seit 2014 nahe Null. Die Inflation ist aber die nächsten Jahre erst einmal extrem niedrig geblieben, beziehungsweise sogar leicht gesunken. Die Gefahr von Deflation war omnipräsent und das ist sie meiner Einschätzung nach immer noch. Dieser rekordtiefe Leitzins hatte übrigens nicht die erwünschte Wirkung, die Inflation zu erhöhen, weil die EZB keinen direkten Einfluss damit auf die Lohnpolitik nehmen kann. Die Löhne steigen eben nur, wenn die Unternehmen mehr Leute einstellen, die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften steigt und höhere Löhne verhandelt werden. Das geht nur bei steigender Beschäftigung und gesamtwirtschaftlich steigender Nachfrage. Doch die Staaten der Eurozone wollten genau das nicht. Sie setzten auf eine Sparpolitik. Und dies sorgte für ein schwaches Lohnwachstum, welches wiederum die geringe Inflation zur Folge hatte. Die EZB ist also die völlig falsche Institution, um die Inflation zu steuern. Eigentlich müsste das Aufgabe der demokratisch gewählten Regierungen mit einer vernünftigen Lohnpolitik sein. Doch die Regierungen haben die Aufgabe von sich geschoben und sie der EZB zugetragen. Dazu gleich mehr. Im April vergangenen Jahres hielt EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Inflation für ein vorübergehendes Problem. Ein Zögern, das ihr massive Kritik eingebracht hat. Es fällt mir schwer zu erklären, warum die EZB zögert. Ich denke, sie hat sich geirrt, was die Inflationsprognosen betrifft. Und das Problem ist, dass sie die Inflation viel zu lange ignoriert hat. Und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und schon wieder das alte Spielchen, diesmal in radikaler Reform. Zuerst ein neoklassischer Ökonom und dann eine Bankenlobbyistin, die einfach nur ihre Interessen vertritt. Natürlich will die Vertreterin einer Bank höhere Zinsen, weil sich dann die Zinskurve versteilt und die Banken durch Fristentransformation Geld verdienen können. Aber ich hatte ja vorhin schon lang und breit erklärt, dass es keinen Grund für Zinserhöhungen gibt. Die Löhne steigen nur um 2% pro Jahr. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 6% in der gesamten Eurozone und es sieht nicht so aus, dass sich daran irgendetwas ändern würde. Die Inflation wird sehr schnell wieder zurückgehen und dann droht uns eher Deflation.
Das sind die Aussichten, auf die wir zusteuern, und man muss echt blind sein, um das nicht zu sehen. Doch kommen wir nun zu dem Teil, den ich sogar als leicht antidemokratisch anteasern will. Kommen wir nun zu den Lösungsvorschlägen. Die Geldmenge und damit auch die Preissteigerung kann vor allem die Europäische Zentralbank beeinflussen. Wir beabsichtigen bei unserer Sitzung im Juli, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Schon kurz danach aber korrigierte die EZB den Zinsschritt unerwartet nach oben auf 0,5%. Der EZB-Rat gelangte zu der Einschätzung, dass im Zuge seiner Leitzinsnormalisierung ein größerer erster Schritt angemessen ist, als auf seiner letzten Sitzung signalisiert. Ich hatte ja schon in einem ganz eigenen Video erklärt, wieso diese Zinserhöhungen der EZB ein katastrophaler Fehler sind. Zum einen würgen sie die Nachfrage in einer Situation, in der die Reallöhne sowieso schon um 6,5% einbrechen, noch weiter ab. Und zum anderen verhindern sie Investitionen, die in dieser Situation so notwendig wären. Aber zurück zum Vorgehen des ZDF. Diese Rubrik heißt ja Lösungsvorschläge. Und als erstes wird vorgeschlagen, dass die EZB die Zinsen erhöhen soll. Sie soll also die Inflation bekämpfen. Mal abgesehen davon, dass das sowieso, wie hier schon lang und breit erklärt, komplett bescheuert ist, so hat das doch etwas Antidemokratisches. Die Politiker, die durch ihre Sanktionspolitik für diese Inflation verantwortlich sind und die durch eine vernünftige Lohnpolitik die Inflationsrate langfristig stabilisieren könnten, also unsere Bundesregierung eigentlich größtenteils. Diese Politiker werden komplett ausgespart. Aber die Zentralbank, die nur eine geringe demokratische Legitimation hat und die extra abgespalten von der normalen Politik eingerichtet wurde, die soll es richten, indem sie Druck auf die Löhne ausübt. Diese unabhängige Zentralbank, die sich in vielen Industrieländern im 20. Jahrhundert durchgesetzt hat, ist ein neoliberales Projekt. Institutionen werden der demokratischen Kontrolle entzogen und an bestimmte, angeblich neutrale Regeln verwiesen. Bei der Inflationsbekämpfung sind die demokratisch gewählten Politiker jetzt fein raus. Und die Notenbanker müssen quasi die Zinsen erhöhen, sobald die Inflationsrate steigt. Nur um die Löhne zu senken, was, wie gesagt, in der aktuellen Situation extrem dumm wäre. Dass dieses antidemokratische Element moderner Geldpolitik vom ZDF überhaupt nicht hinterfragt, sondern als Tatsache hingenommen wird, zeigt wirklich, welche politische Richtung mit dieser Doku bedient werden soll. Es war die erste Leitzinserhöhung der EZB seit 11 Jahren und gleichzeitig der Schritt in ein Dilemma. Auf der einen Seite muss sie die Inflation bekämpfen, indem sie die Zinsen erhöht. Und auf der anderen Seite könnten dadurch Länder wie Italien in Schieflage geraten. Die EZB steht vor der Herausforderung einer gesamteuropäischen Lösung. Während der Ölkrise Anfang der 70er Jahre gab es den Euro noch nicht und die Bundesbank konnte allein über Zinserhöhungen entscheiden. Heute könnte eine weitere Erhöhung des Leitzinses den Bankrott höher verschuldeter Staaten im Süden der Eurozone bedeuten. Der geldpolitische Handlungsspielraum der deutschen Politik ist also begrenzt. Und woran das liegt, das wird natürlich auch nicht thematisiert. Das Problem sind nämlich die absurden Zinsdifferenzen, die es in der Eurozone seit der Eurokrise gibt. Italien beispielsweise zahlt wesentlich höhere Zinsen als Deutschland. Und dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Das verzerrt die monetären Bedingungen innerhalb der Eurozone und gibt italienischen Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil und schränkt die Handlungsfähigkeit des italienischen Staates ein. Wenn man sich entscheidet, eine Währungsunion zu gründen, dann muss man zumindest bei den Zinsen auf Staatsanleihen für Konvergenz sorgen, damit die verschiedenen Staaten gleiche Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Sonst kann man es gleich lassen. Doch auch das wird hier natürlich nicht erwähnt. Und abgesehen davon finanziert jede Zentralbank in unserem Geldsystem über den Umweg des Bankensystems den Staat. Anders geht es nicht. Der EZB Staatsfinanzierung über den Primärmarkt zu untersagen, dient also gar nicht dem Verbot der Staatsfinanzierung, sondern es ist ein Privileg für die Banken, das ihre Profite maximieren soll. Dazu hatte ich zusammen mit dem YouTuber MMT mit Jan ja schon mein eigenes Video erstellt,
was sich auch hier auf diesem Kanal finden lässt. Und, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, auch wir als Verbraucher sind Teil der Lösung. Nichts treibt die Inflation so an wie die steigenden Energiepreise. Und jeder von uns hat Einfluss auf den eigenen Verbrauch. Ja, wir sollen frieren für die Freiheit der Politiker in Berlin, weiter so zu machen wie bisher und nichts ändern zu müssen. Es ist ja eine generelle Unsitte unserer Zeit, dass alle möglichen gesellschaftlichen Probleme individualisiert werden. Aber dass ein durch Sanktionen absichtlich herbeigeführter Energiepreisschock jetzt auch noch auf individuelle Verantwortung geschoben wird, stellt wirklich eine neue Stufe dar. Das ist neoliberale Ideologie in Reinstform, verbunden mit Propaganda für diese Regierung. Anders kann man es nicht beschreiben. Auch woher Deutschland in Zukunft seine Energien bezieht, ist bisher nicht sichergestellt. Wirtschaftsexperten und Expertinnen rechnen zwar für das Jahr 2023 mit einem deutlichen Rückgang der Preiserhöhungen und einer geringeren Inflationsrate, aber die ist mit geschätzten 4,5% immer noch hoch genug. Und da sind sich alle Experten einig, die Inflation wird erstmal bleiben. Nein! Nein, es gibt genug Ökonomen, wie beispielsweise Friederike Spieker, Patrick Kaczmarek oder Florian Kern, die da komplett anderer Meinung sind. Und das auch zu Recht. Die Löhne steigen nicht, was bedeutet, dass die Inflation, die wir gerade sehen, nicht dauerhaft sein wird. So einfach ist das. Die Inflation folgt, wie schon vorhin gezeigt, den Lohnstückkosten. Und wenn man hier sagt, dass sich alle Experten einig wären, dann ist das schlicht und ergreifend eine Lüge. Den ökonomisch nicht gebildeten Zuschauer zu manipulieren, der das dann wahrscheinlich sogar denkt. Wenn Sie noch mehr über Inflation erfahren wollen, dann schauen Sie bei meinem Kollegen von Mr. Wissen to Go vorbei. Und wenn ihr wissen wollt, wieso Mr. Wissen to Go ähnlich großen Bullshit redet, dann schaut bei diesem Video vorbei, wo ich auf ihn reagiert habe. Aber reisen wir zum Abschluss dieses Videos noch einmal zurück in die 70er, in die Zeit der Ölkrisen. Eingedämmt werden konnte die Inflation damals nicht zuletzt durch Energiesparmaßnahmen. Das berühmte Sonntagsfahrverbot mit Fahrradtouren und Picknick auf den Autobahnen. Aber auch durch die Zinspolitik der Deutschen Bundesbank. Diese Bilder entstammen... Das ist jetzt aber üble Geschichtsklitterung. Die Bundesbank erhöhte in den 70er Jahren in der Tat die Zinsen und das Wachstum der Lohnstückkosten nahm auch ab. Allerdings um den Preis erhöhter Arbeitslosigkeit. Man hätte damals durch eine vernünftige Lohnpolitik die Inflation auch ohne diese Zinserhöhungen eindämmen können und ohne diese schweren Rezessionen zu verursachen. Friederike Spieker und Heiner Flassbeck schreiben zum Vorgehen der Bundesbank in der zweiten Ölkrise nämlich Folgendes. Das war das endgültige Ende des Wirtschaftswunders. Die deutsche Wirtschaft geriet erneut in eine schwere Rezession. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland, die sich gerade zu erholen begonnen hatte, stieg auf den bis dahin nicht für möglich gehaltenen Wert von über 7%. Paradoxerweise hatte die Institution das Ende des Wirtschaftswunders herbeigeführt, die in Deutschland mehr als jede andere bewundert und geachtet wurde, die Deutsche Bundesbank. Aber nicht, weil es objektiv gute Gründe für diesen Kurs gegeben hätte, sondern weil die Bundesbank glaubte, sie müsste nun ein für alle Mal ein Exempel statuieren und den Monetarismus für die Ewigkeit verankern. Der Monetarismus ist nur ein Recycling der vorhin schon beschriebenen Quantitätstheorie. Uns soll es jetzt erstmal um die Wirkung dieser Zinserhöhungen gehen. Denn die sind das Dümmste, was man in einem Angebotsschock machen konnte. Das waren sie schon in den 70ern und das sind sie auch heute noch. Die Zinspolitik der Bundesbank hat das hohe Wachstum, was in der Bundesrepublik bis 1973 vorherrschte, abgewürgt und die deutsche Wirtschaft langfristig geschwächt. Die unabhängige Zentralbank hat im Neoliberalismus ja die Funktion, die Löhne durch Zinserhöhungen zu senken. Und genau das ist hier passiert. Die Arbeitslosigkeit wurde in die Höhe getrieben, Investitionen wurden abgewürgt und damit wurde letztlich die Inflation bekämpft. Und wenn uns solche Journalisten-Clowns wie Theo Koll nicht ein völlig falsches Bild der 70er Jahre, der geldpolitischen Reaktion, vermitteln würden, dann würden auch mehr Leute das wissen. Man kann in diesem Sinne nur hoffen, dass Theo Koll sehr schnell von den Öffentlich-Rechtlichen rausgeworfen und durch einen vernünftigen Ökonomen ersetzt wird.